Ja, Moment Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mit dem Trickster unterwegs und wir haben folgendes Setup mit dabei: Nowhere to Hide, Painless, Pop Goes the Weasel und Tödlicher Verfolger. Und diese Folgen sind aus dem Event, zwar nicht aus dem Halloween-Event, aber von dem Event von vor ein paar Monaten. Ihr seht, ich habe noch ein bisschen was auf der Platte und das muss so langsam aber sicher mal raus. Deswegen gibt es heute wieder einmal den Daddy für euch. Double Pack, Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und wenn ihr merkt, dass euch die Folge gefällt, dann lasst doch gern ein Like da. Let's go! Persönliches verbringt viel Zeit mit Warten. Der ist deep. Ist ja schon fast gesellschaftskritisch, möchte ich mal meinen. So, die Map fühle ich jetzt natürlich nicht so wirklich als Trickster, muss ich gestehen. So, guten Tag. Ich drehe mal um. Nicht krieg ich. Oh, hängen geblieben. Oh Gott, und er rennt. In der Sackgasse? Ne, er rennt hier lang nochmal. Ja, das war schön schnell. Wenn ich den Typen jetzt an den Scorch-Hook bekommen sollte. Oh, scheiß drauf, dann packe ich ihn schnell hier hin. Scheiß auf die Kiste. Einladung würde ich nehmen, wenn ich sie sehe. Sehe ich aber aktuell nicht. Und zum Teufel hat er denn jetzt geschrien? Ach, wegen der Kiste, die hinter ihm jetzt war wahrscheinlich, ne? Ach, der! Wow. Den haben die schon selbstständig wegbekommen. Ja, gut. Zu dem einen Gender hinten würde ich jetzt gar nicht gehen wollen. Ist das bitter wieder? Gehe ich schon wieder dahin, wo wir gerade waren. Ich habe leider an den Gens niemanden gesehen. Hier hinter heilt er sich. Okay. Ein bisschen ärgerlich jetzt. Für uns beide, Junge. Okay. Oben macht jemand einen Gen. Scheiße, die habe ich gewastet. Oh.
Boah, okay, das geht jetzt schnell. Ich glaube, ich soll jetzt vielleicht doch den einen Typen mal rausnehmen. Ja, da siehst du mal, ne? Wenn die Leute dann halt irgendwie wirklich sich nur auf die Gens konzentrieren, dann ist schnell uff, Alter. Das ist aber ganz schnell uff. Ich würde den Generator hier, glaube ich, nochmal kicken, dann. Da hinten war der andere. Wenn wir uns den jetzt hätten holen, können wir auch strong. Jete die mal schnell. Und zwei Leute dead on hook. Einer ist nach oben gelaufen. Ist mir jetzt erstmal egal, würde ich sagen. Der Yunjin ist aber geheilt. Könnte sein, wenn wir die erwischen jetzt. Er steckt sich halt einfach wieder hier hinter, ne? So, komm mit. Nehmen wir ihn halt. Gehen wir hier schnell ran und dann gehen wir wieder unsere Gens abchecken. Nice. Check einmal kurz hier meinen Schrank für Money. Oh. Wenn man ein bisschen die Kurve kriegt hier. Hop haben wir darauf gemacht. Ich gehe nach da hinten in die Ecke einmal. Der ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil das ist der, der am weitesten weg ist. Aber das ist halt auch der, der am weitesten ist, ne? Guten Tag. Na, hier oben ist auch noch was. Geht nach oben. Der ist nicht. Ich weiß halt nicht, wie gut die Kommunikation ist. Ob jetzt schon Leute hier wieder dran sind. Ja. Sogar die, die sterben würde. Thank you.
Kann schon was, ne? Das um die Ecken schießen. Ist schon mal ganz nützlich. Jut. So, wieder zurück zu dem Generator. Ich hab noch einmal Pop, Leute. Und da ist auch schon wieder jemand. Aber haut wieder ab. Der wirkt immer schon so weit, als ob die einfach so bei 99% aufhören würden. Oh, ich glaube, da hat jemand aufgegeben, Freunde. Da willst du dran sterben. Okay. Kriegen wir hin. Ach, die hatte ich noch nie am Haken. Hätte ich noch einen Scorchuk raus geiern können aus der. Dann hole ich mir den jetzt. Dann können sie ja sonst nichts. Ich überlege, ob ich sie ausbluten lasse, aber es ist halt wieder mal dieser Klassiker gewesen. Sie hat aufgegeben, wollte sich halt dann schnell sterben lassen. Und dann schafft man es natürlich, sich vom Haken zu befreien. War ja nicht böse gemeint. Hoffe ich jedenfalls. Wir haben zwei Boon Boons dabei. Oben war doch auch noch eins, ne? Oder ist das jetzt schon wieder weg? Ne. Boah, ey. Schwein gehabt. Aber wir mussten ganz schön aufs Gaspedal drücken hier, oder? Aber hat funktioniert. Das ist die Hauptsache. Hier links. Ja, Ausgänge auf der Map sind natürlich immer so eine Sache, ne? Also normalerweise sollte das machbar sein. Gerade wenn er es vorbereiten kann. Da sind Kratzspuren. Das ist jetzt natürlich schlecht. In welche Richtung gehen die denn? Ja, das ist schlecht. Na, gut. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Da ist er ja unten geblieben. Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Sorge, dass er jetzt mit seiner Fähigkeit... Obwohl, nee, Endgame kann er ja gar nicht mehr. Er kann das ja nicht mehr aktivieren. Denke ich nie dran. Ja, GG. Boah, ich habe nicht gedacht, dass wir das noch rumreißen können, wenn ich ehrlich bin. Das ging auf einmal so pling, pling, pling. Drei Gens schon fertig. Wir hatten noch keinen getötet. Aber gut, dann haben wir auch aufs Gaspedal gedrückt, ne? Ach ja, Kagamin. Moin übrigens. Was geht? War das nicht gestern? Oder irgendwann war das auch schon mal so. Ey, lass doch nochmal eine Killerrunde zum Abschluss. Grants hier, the game. Weil du ein ekliger Stinker bist. Nun, jetzt ob der eine da. Will einer alle verzerren dabei? Oder wie? Mal eben nach. Dann setze ich den nochmal schnell zurück. Da brauche ich nämlich keinen Pop für. Und dann ziehen wir ihn hier raus. So, komm hier direkt an den Haken. Oh, hier. Hier über mir. Ist ein Gen schon relativ weit, wollte ich gerade sagen. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Oh, der springt da hinten runter. Zweimal sogar ein Vorteil von dem Ding. Schön.
Packe ich ihn wieder in die Ecke? Ich würde eigentlich gerne Promise. Hallo. Moin, moin. Ich würde gerne einen Scotchuk nehmen eigentlich. Danke dir für 92 Monate. Was geht denn hier wieder ab, doch? Dankeschön. Moin. Alles gut? Wir haben immer noch Speed Boost. Ah, hier hoch, okay. Sie ist das jetzt. Na gut, machst du nix. Einladung hätte ich mir jetzt eigentlich auch gerne gesnackt. Jetzt ist sie wieder neu. Von ihr. Na, ich hänge sie jetzt einfach hier auf. Scheiß drauf. Und dann hole ich mir schnell den Skirtschuk beim letzten Mal einfach. Ich dachte, ich kann hier runterdroppen. Falsch gedacht. So, der ist noch zurückgesetzt. Oh. Ah, Schätze, ne? Schön. Hallo? Machen wir es so? Den würde ich gerne nochmal zurücksetzen, schnell. Okay, du kommst an Haken ran. Und zwar da einfach, was soll's. Scorchuk nehmen wir mit. Die andere Person hängt übrigens immer noch und die ist fast tot. Jetzt wurde sie gerettet. Das heißt, der Typ liegt hier auch einfach ganz entspannt. Und den... Ah, ist schon fast wasted, den jetzt auf den Scorcher drauf zu packen. Aber unsere Ausgangssituation ist dafür relativ gut jetzt eigentlich hier. Da wurde gerettet. So, die rennen hoch. Gar kein Messer getroffen gefühlt. Oh nice, ist gestorben. Dann habe ich mich nicht beschwert. Nobody. Die war schon am Scorchy, ne? Wir haben auch noch relativ viele Messer sogar. 29. So, die heilen sich hoch. Habe ich da gerade den White gehört? Glaub nicht. Hätte mein Sound auch noch ruhig ein bisschen lauter machen können, fällt mir mal auf. Hier ist jemand. Ja, rennt hoch. Oh. Noch näher zu kommen. Und dann... Ja, let's go. Das schaffen wir. Geil, Junge, Alter. Das ist ja hier das Main Event ist ja heute am Delivern. Ich porte den direkt. Was soll der Geiz? Main Event regelt. Und der ist sogar noch in den Keller gekommen. Oh, Leute, der Daddy. Richtig schöne Ausgangssituation. Auf jeden Fall auch ein paar Leute dead on hook, ne? Da rennt jemand. Ganz ehrlich, zumindest. Ah ja, Whitey Boy. Oh, geht nicht dahin, wo es so strong wäre. Machen wir mal eben Nachschlag. Trickster ist halt immer noch die Schwachstelle, einfach im Kreis rennen. Oh, hallo.
So, ich glaube, sie ist tot, oder? Ach scheiße, ich folge ihm. Es sei denn, er schmiert dann ihr ab. Dann folge ich beiden. Okay, die hauen mir schon an den Haken. Ah, ich hätte mir noch den Scotch holen können, oder? Ich glaube, ja. Ärgerlich. Aber ein Problem weniger. Dort haben wir noch einen Gen. Falsche Seite. Ich schaff's, glaube ich, gar nicht mehr. Doch, schaffe ich noch. Aber nur, weil die weggegangen sind. Dem geben wir den Hit schnell. Lohnt jetzt nicht, mit dem Messern anzufangen, wenn ich M1 machen kann. Ganz hinten rennt auch noch einer. Ich glaube, das war zu gierig. Es sei denn, er hat noch hart im Nehmen. Nö, hat er nicht. Okay, sammeln wir ihn ein. Na, scheiß drauf, wir yeeten. Check den da hinten einmal ab. Oh, da wird gerettet. Hier ist auch jemand. Oder? Ja. In Silent Mode aktiviert. Schade. Na gut, ich will keine Zeit verschwenden. Gehen wir mal da hinten hin. Niemand hier diesmal. Weit. Right. Ah, jetzt hätte ich ihn natürlich auch einfach weiter messern können, so wie der da gelaufen ist, ne? So geht's auch. Okay, die sind übrigens alle dead on hook. Ich mach mal hier den Lead einfach wieder. Dann schauen wir dort. Ist wieder runtergejumpt, so wie es aussieht. Ich gehe mal weiter. Okay, der Felix war vor ein paar Mal dort. Ja, okay. Hallo. Ein Generator nur noch. Der ist zurückgesetzt. Ich meine, ganz ehrlich, für The Game läuft's doch gar nicht mal so verkehrt, ne? Setzen wir nochmal zurück. So. Einmal hinten abchecken. Noch zurückgesetzt. Wie sieht's denn da aus? Aber... Ach, hier ist jemand. Okay, wir committen jetzt einfach für ihn. Kein guter Laufweg. Nice. Da ist er uns schön reingerannt. Nehmen wir. So, yeet. Er ist tot. Und dann kommt es wieder drauf an, wer ist schneller. Wer findet die Luke, Leute? Ich würde es mir ja gönnen. Der Anitus. Nicht unmittelbar. Da. Ausgänge werden aber wieder gut für sie sein. Auf The Game ist immer
Ist immer schwierig. Ey, das war meine Hausaufgabe sogar. Nice, gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ey, das schaffe ich auf keinen Fall, Leute. Kannst du knicken. Die soll da raus sein. Wenn ihr da nicht irgendwie einen Fehler macht. Ja, ja, da hinten ist sie schon am Ausgang direkt gewesen. Der ist sogar schon auf. Okay, crazy. Dann muss die direkt da gewesen sein. Hallo. Ja, sie spielt noch Musik. Nein! Ah, was machst du? Aber vielleicht hätte sie Angst vor Nöd. Aber selbst da hätte sie auch rauskriechen können. Ich wollte nur noch mal ihrem... Wow, ich wollte nur noch mal hier der Laute lauschen, Leute. Ach ja, GG. Grins mal die Hausaufgaben auf den letzten Drücker, ey. Morgen werden die bestimmt schon kontrolliert. Und dann sowas doch. Na, siehst du wohl, der Daddy im Doppelpack ist doch besonders schön. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Und falls es so ist, dann lasst doch wie immer ein Like und einen Kommentar da. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen und Dankeschön natürlich auch an die Jugendstilfee für den krassen Support. Leute, ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin macht ihr euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.